Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's, euer Sinan, und ich grüße alle Medizinstudierenden, alle Zahnmedizinstudierenden und natürlich die, die es noch werden wollen. Im heutigen Video geht es um das Hodgkin-Lymphom. Doch bevor es losgeht, habe ich eine Bitte an euch. Gebt dem Video ein Like, teilt das Video oder kommentiert es. Das hilft nicht nur mir und meinem Kanal, sondern auch denjenigen, die gewisse Ziele haben, zum Beispiel ein besserer Arzt zu werden oder überhaupt ins Medizin- bzw. ins Zahnmedizinstudium zu kommen. Ich danke euch schon mal im Voraus. Kommen wir zu einer Definition des Hodgkin-Lymphoms. Das Hodgkin-Lymphom ist eine, ich sag mal, Tumorerkrankung des lymphatischen Systems. Wie es sich konkret äußert, werden wir gleich noch in den Details sehen. Kommen wir erstmal zu der Epidemiologie. Wie ihr hier sehen könnt in meiner Zeichnung, gibt es zwei Altersgipfel. Das ist einmal von 20 bis 30 und einmal im Alter von 55 gibt es noch einen weiteren Altersgipfel. Man könnte sagen, also eher eine jüngere Altersgruppe. Es sind mehr Männer betroffen und das hat auch einen bestimmten Grund. Schaut euch mal die Risikofaktoren an. Da ist zum Beispiel Rauchen dabei. Und wir wissen, nicht nur in den westlichen Gesellschaften, sondern auch in den Schwellenländern rauchen Männer verstärkt, also mehr als Frauen, könnte man sagen. Aber es gibt wesentlich wichtigere Risikofaktoren, zum Beispiel die Viren EBV und HIV. Aber es ist auch eine genetische Prädisposition bekannt. Kommen wir zu den Symptomen. Ja, also dieser klassische Trias, was man so bei den leukämischen Erkrankungen kennt, ist auch hier sozusagen vorhanden. Einmal Fieber, Nachtschweiß und ein Gewichtsverlust. Dann kann man noch von einer Lymphknotenschwellung ausgehen, also zumindest eine Lymphknotenschwellung beobachten. Dabei gibt es drei Regionen, die im Wesentlichen wichtig sind. Das sind einmal diese Halsregion, ja, dann die Brust- und Thoraxregion und die Abdomenregion. Das sind die drei Regionen, die ihr euch merken müsst. Das ist, da, zu dem Abdomen will ich auch immer so ein bisschen diese Leistenregion mit dazu zählen. Ja, das sind die drei Regionen, wo es diese Lymphknotenvergrößerung gibt. Die Lymphknoten sind groß, indolent, also nicht schmerzhaft und schwer bis nicht verschieblich. Was habe ich hier aufgemalt? Das ist für mich die Darstellung des Peel-Epstein-Fiebers. Das ist wie so eine Art spezielle Form von Fieber. Also dabei haben die Patienten quasi 3 bis 7 Tage lang Fieber, dann wieder 3 bis 7 Tage lang kein Fieber und dann wieder Fieber und so weiter. Das ist wie so eine Art periodischer Wechsel. Die Patienten haben auch einen Alkoholschmerz. Ja, also es ist wie so eine Art, nach einem durchaus exzessiveren Alkoholkonsum, also wird bei diesen Patienten ein Schmerz an den Lymphknoten beobachtet. Ein Juckreiz ist auch zu beobachten, das ist auf schlau gesagt ein Pruritus. Und in diesem Zusammenhang vielleicht auch wichtig zu sagen, eine Splenomegalie, also eine vergrößerte Milz. Das ist jetzt nicht in dem Sinne ein Symptom. Aber es ist quasi, wenn man eine Splenomegalie als Befund hat, darf man auch mal an den Morbus Hodgkin denken. Es ist auch begleitet mit einer Anämie, einer Leukozytopenie und einer Thrombozytopenie. Das bedeutet, dass einfach die Milz eine verstärkte Abbauaktivität hat. Die Patienten sind abgeschlagen, müde, haben allgemein einen niedrigeren Energielevel. Kommen wir zu der Ann-Arbor-Klassifikation. Das ist, bei anderen Tumoren kennt ihr bestimmt diese UICC oder die TNM-Klassifikation, die hier nicht so zum Tragen kommt. Die Ann-Arbor-Klassifikation ist eine relativ, ich sag mal, alte Klassifikation, aber sie ist heute noch gültig. Stadium 1 ist ein lokaler Lymphknotenbefall. Stadium 2 ist ein Befall der Zwerchfellregion, aber auf einer Seite. Stadium 3 ist quasi Zwerchfell auf beiden Seiten. Und Stadium 4 ist ein disseminierter, damit ist gemeint vor allem ein extra lymphatischer Befall. Genau. Es gibt noch einen wichtigen Punkt und dazu gehe ich einmal hier rüber, nämlich gewisse Risikofaktoren. Warum muss man diese Risikofaktoren wissen?
Es ist nämlich so, dass die Chemotherapie, die Radiotherapie davon abhängt, weil man da quasi so drei Stadien hat. Und das ist ein Zusammenspiel von der An-Abo-Klassifikation mit den genannten Risikofaktoren. Diese wären einmal ein erhöhter BSG, größer 3 vergrößerte Lymphknotenareale oder befallene Lymphknotenareale, ein großer Mediastinaltumor und ein extranodaler Befall, was einen ungünstigen Verlauf hat. Dazu muss man aber noch sagen, dass die An-Abo-Klassifikation wieso, also man kann bei jeder Stufe A und B untergliedern. A ist ohne Symptome und B ist mit Symptomen. Das ist für später noch wichtig, dazu gleich mehr. Ja, kommen wir zur Diagnostik. Das ist der nächste Punkt. Man hat jetzt einen Patienten, der die Symptome von Hodgkin-Lymphom aufweist, der vielleicht diesen Trias aufweist, der vielleicht eine vergrößerte Milz hat, der sich abgeschlagen fühlt. Ja? Und ihr denkt an einen Morbus Hodgkin, was macht ihr? Als erstes erfolgt eine, ich sag mal, histologische Untersuchung. Ja? Also es ist nicht jetzt als allererstes, aber es ist somit einer der ersten Schritte, weil man sozusagen diese Lymphknoten entfernt, ja, und diese analysiert. Da gibt es ja von den Pathologen ganz viele tolle Analysemöglichkeiten, unter anderem, dass man gewisse Marker sich anschaut und anhand dieser Marker kann man Hodgkin-Zellen und zum Beispiel die CD52-positiven Sternberg-Reed-Zellen beobachten. Ja? Das sind quasi mehrkernige Zellen und das ist übrigens ein Unterscheidungsmerkmal im Vergleich zum Non-Hodgkin-Lymphom. Kommen wir zum Staging. Was ist das? Letztendlich muss man jetzt, nachdem man wie so eine Art Diagnose getroffen hat, sagen, wie fortgeschritten ist der Tumor und wie ist der Zustand des Patienten. Dazu macht man ein Blutbild. Das ist vom logischen, vom klinischen Ablauf, wird man das eher vor dieser Histologie sehen, aber nur, dass ihr versteht, dass es zum Staging eher gehört. Also Blutbild, ein Röntgenbild vom Thorax, eine CT-Aufnahme vom ganzen Körper, eine MRT-Aufnahme und, wenn möglich, eine PET-CT-Aufnahme. Übrigens, das ist eine super teure Untersuchung. Ein so ein Bild kostet 2000 Euro. Diese Werte können sich von Klinik zu Klinik unterscheiden und ändern sich auch von Jahr zu Jahr. Ich bin gespannt, was ihr da vielleicht gehört habt. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr was dazu wisst. Ansonsten ist die Frage, so kommen wir zu Punkt 3, die Frage der Toxizität wichtig. Was ist damit gemeint? Es ist jetzt, also wenn der Patient so eine Erkrankung hat, wird er eine Fülle an Chemotherapeutika bekommen. Und diese Chemotherapeutika haben viele Nebenwirkungen. Und diese Nebenwirkungen haben es in sich. Die betreffen das Herz, die betreffen die Schilddrüse, die betreffen das Knochenmark. Und deswegen ist es super wichtig, dass man auch diese voruntersucht, dass man diese Chance einschätzt. Also eine EKG-Aufnahme fürs Herz, eine Sonografie-Aufnahme für die Halsregion und eine Punktion fürs Knochenmark. Kommen wir zur Therapie. Ja, allgemein kann man sagen, dass das Hodgkin-Lymphom eine gute Prognose hat. Das ist eine gut behandelbare Krankheit. Die Therapieintention ist stets kurativ. Und es gibt drei Stadien: einmal früh, intermediär und fortgeschritten. Verwendet hier nicht das Wort spät, das klingt immer so ein bisschen wie hoffnungslos. Also hier verwendet man bitte das Wort fortgeschritten. Und wie gestaltet sich diese Einteilung? Weil davor habe ich euch ja von diesen beiden Klassifikationssystemen erzählt und die beiden wirken hier zusammen. Früh ist Stadium 1 und 2. Intermediär ist Stadium 1 und Stadium 2a mit den Risikofaktoren, egal welche. Und intermediär ist auch übrigens Stadium 2b, aber nur die Risikofaktoren, also in Kombination mit den Risikofaktoren BSG und größer 3 befallene Lymphknotenareale. Und fortgeschritten ist sozusagen 2b, ja, also mit Symptomen, Stadium 2,
und großer Mediastinaltumor oder extranodaler Befall. Und an Arbor 3 und 4 wären per Definition fortgeschritten. Wie ist die Therapie? Es ist eine Kombination aus Chemo- und Strahlentherapie. Und werden so Chemotherapeutika kombiniert. Das hier ist ein Einstieg in dieses Thema. Also gerade die Therapie wird jedes Jahr aktualisiert, ist auch weitaus komplizierter. Also das ist wie so ein Einstieg, nur dass ihr das wisst. Was macht man bei dem frühen Stadium? Man macht zwei Zyklen mit A, B, V, D. Das steht jeweils für gewisse Chemotherapeutika. Und dazu bekommen die Patienten 20 Gray mit Involved Site Radiation. Das ist sozusagen diese Art der Bestrahlung. Intermediär, ja, da muss man schauen nach Altersgruppen. Es gibt zwei Altersgruppen, einmal von 18 bis 60 und einmal über 60. Bei den jüngeren Patienten macht man zweimal Baerkopp. Also ihr merkt schon, hier sind schon weitaus mehr Chemotherapeutika in mehr Zyklen. Ja, also zweimal Baerkopp und dazu zweimal ABVD und dazu 20 Gray Involved Site Radiation. Bei über 60-Jährigen macht man zweimal ABVD, zweimal ABVD und dann 20 Gray Involved Site Radiation. Bei fortgeschrittenen Stadien macht man also wieder diese beiden Altersgruppen. Dabei gibt es die Möglichkeit 4 bis 6 Mal Baerkopp, ja, und dazu 30 Gray Involved Site Radiation. Wobei ist die Frage, warum 4 bis 6? Also wie entscheidet sich das? Es gibt bei den fortgeschrittenen Patienten die wie so eine Zwischenstaging. Das heißt, man gibt so gewisse Zyklen, also 4 Zyklen Baerkopp und macht dann wie so eine Art Zwischenstaging, ja, also ein Verlaufstaging. Und wenn also je nach Ergebnis dieses Stagings können dann noch zwei Zyklen dazugefügt werden. Und bei den fortgeschrittenen Patienten über 60 Jahren haben wir zweimal ABVD, dazu zweimal AVD und dazu dann die 30 Gray Involved Site Radiation. Und damit sind wir eigentlich auch am Ende des Videos. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir ein Feedback, dazu ist die Kommentarspalte da. Ich freue mich auf das nächste Mal. Macht's gut, euer Sinan.